Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das wird heute eine Fortsetzung vom letzten Video. Im letzten Video ging es um das bedingungslose Verwöhnen von Neugeborenen und kleinen Babys. Und heute reden wir darüber, wie es dann weitergeht mit unseren kleinen Engelchen. Ob wir dann irgendwann aufhören müssen zu verwöhnen und ob wir irgendwann anfangen müssen zu erziehen und wie wir das am besten machen. Darum geht es heute. Nach dem letzten Video sind wir uns ja einig, Babys werden unreif geboren und brauchen die ersten Monate nach der Geburt quasi noch eine Fortführung des Mutterleibes. Sie müssen ja rund um die Uhr mit Nähe und Geborgenheit und ja einfach bedürfnisorientiert an der Mama mehr oder weniger dran sein. Und natürlich hat sich jetzt für viele die Frage gestellt und auch ich habe mir damals die Frage beim ersten Kind ganz doll gestellt, ja, aber wann fängt man denn dann an, sein Kind zu erziehen? Man muss doch ein Kind erziehen oder ein Baby. Irgendwann muss es doch lernen, sich zurechtzufinden. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, wenn man jetzt das Wort verwöhnen in den Mund nimmt, was für ein Baby ja gar nicht passt, weil ein Baby kann man nicht verwöhnen. Aber mit einer Sache sind wir uns ja einig, wir alle mögen keine 3- oder 4-Jährigen, die komplett verwöhnt sind. Ja, da hat man ja sofort ein Bild von einem Kind, das einen Bockanfall, eine Trotzphase hat, ein Kind, das nicht teilen kann, das kratzt, beißt, spuckt, ein Kind, das den ganzen Tag Fernsehen gucken möchte und unzufrieden ist, wenn man ihm was schenkt und sowieso Zimmer aufräumen geht gar nicht. Ja? Das ist so das Bild vom verwöhnten Kind und das wollen wir alle nicht. Und ich habe mich damals gefragt, wie kriegt man das dann jetzt hin? Also ich verwöhne mein Baby 24/7, aber ein verwöhntes Kind möchte ich nicht haben. Und interessant ist, dass das eine gar nicht im anderen endet, sondern das eine den Weg ebnet zu einem Kind, wie wir es wahrscheinlich alle ganz wundervoll finden, zu sozialen Kindern, zu selbstbewussten, starken Kindern und Kindern, die sich in der Familie einbringen und eben nicht alles nur sich um sich selbst drehen. Machen wir dafür mal wieder einen kleinen Ausflug, in andere Kulturen, Kulturen, die etwas ursprünglicher mit ihren Babys umgehen, als wir es so hier kennen in Europa oder in der westlichen Welt oder hier anders als wir es hier vorgelebt bekommen. Kulturen, in denen die Babys gestillt werden, bis sie essen können, in der sie getragen werden, bis sie laufen können und in der sie auch im Elternbett ohne Frage schlafen, bis sie groß sind. Und interessant ist, dass in diesen Kulturen die kleinen Kinder schon früh zu selbstständigen und fürsorglichen Mitgliedern der Familie werden. Da sieht man 3-, 4-Jährige, die sich um Babygeschwister kümmern. Da sieht man 7-, 8-Jährige, die mit Freude und auch mit einer Selbstverständlichkeit der Mama im Haushalt zur Hand gehen oder beim Kochen helfen. Und man sieht Teenager, die ganz klar die Familie unterstützen und für die Familie da sind. Und all das entspricht ja, ist quasi genau das Gegenteil von dem, was wir von trotzigen Kindern kennen und auch von maulenden Teenagern. Also es ist genau das Gegenteil. Und da habe ich mich auch von Anfang an gefragt, toll, was passiert da? Was läuft da anders? Wie kommt es, dass diese Kinder so werden? Und die gute Nachricht auf diese Frage ist, wir finden es ganz klar, auch in unserer Kultur, auch im Hier und Jetzt. Wir finden es nämlich in unserem eigenen Instinkt und wir finden das in dem Instinkt unseres Babys. Und zwar in wirklich dem Instinkt von jedem Baby. Dazu müsst ihr wissen, dass die beste Freundin von Nähe und Geborgenheit Selbstvertrauen und Mut ist. Und ihr werdet es bald merken bei euren kleinen Babys, dass wenn sie voller Liebe und Zuneigung total, ich sage es wieder das schlechte Wort, verwöhnt werden, dass sie eine Stärke und ein Selbstbewusstsein entwickeln, das ihnen ermöglicht, die Welt zu erforschen, und das ihnen ermöglicht, mit einer ganz tiefen, entspannten Grundeinstellung das Leben zu betrachten und dadurch auch zu entdecken. Sie werden schon ganz früh
wenn man sie auf eine Decke legt, ich habe es auch schon in anderen Videos beschrieben, dass ich trage mein Baby und trage es, und wenn ich aber merke, ich kann ihn auf den Rücken legen und ich kann ihn auf der Decke da auch mal mit sich selbst beschäftigen lassen, dann lasse ich ihn das. Und ihr werdet es wirklich bemerken, dass dann Babys ganz früh auch mal anfangen, sich 10 Minuten meinetwegen mit den Fingerchen beschäftigen oder etwas vom Boden hochheben wollen und dann auch gar nicht nach der Mama gucken, denn sie wissen eins ganz sicher, die Mama ist da. Und sie haben wirklich die Möglichkeit, sich jetzt mal 10 Minuten oder 15 Minuten auf etwas ganz Spannendes zu konzentrieren. Und die Welt ist ja auch wirklich spannend. Und später, dann mit 8 Monaten oder 9 Monaten, sind sie so selbstbewusst, weil die Mama ist halt wirklich immer da. Ja, das wird nicht in Frage gestellt. Da haben sie überhaupt kein Wissen, kein Gefühl von alleingelassen werden. Und deswegen können sie dann auch ganz selbstbewusst anfangen, sich mal 30 Minuten auf irgendetwas zu konzentrieren, sei es permanent zu üben, sich hinzustellen und hinzusetzen, hinzustellen, hinzusetzen. Und sie wissen ganz genau, sie müssen sich nicht ablenken lassen mit der Suche nach der Mama. Die Mama ist ja da. Und dieses Selbstbewusstsein, dieses Urvertrauen, das sie quasi in den ersten Monaten bekommen haben, ermöglicht es ihnen dann, ihrem Forscherdrang, ihrem Wissensdurst Raum zu geben und die Welt zu entdecken. Wenn man das jetzt mal mit Babys vergleicht, die viel alleine gelassen werden, die viel schreien gelassen werden, die viel liegen gelassen werden, Babys, die haben dann permanent diese Stresshormone. Die Kinder sind dann dadurch ängstlicher. Und auch in Situationen, in denen die Mama dann da ist, haben sie nicht diese entspannte Grundeinstellung, sondern müssen immer schauen, ist die Mama auch wirklich da? Sie nehmen sich dadurch die Möglichkeit, sich länger auf Dinge zu konzentrieren. Sie fangen später mit dem Pinzettengriff an, sie fangen später mit dem Krabbeln an, denn krabbeln lernen, sitzen lernen, laufen lernen, all das benötigt volle Konzentration vom Baby auf den eigenen Körper. Und diese volle Konzentration trauen sich Babys seltener einem anderen Objekt oder sich selbst zu geben, wenn sie mit der Angst kämpfen müssen, dass sie allein gelassen werden. Und so kommt es, dass diese verwöhnten Babys ganz schnell anfangen, zu aufgeweckten Entdeckern zu werden. Zu Babys, die sich von der Mutter entfernen, Babys, die mutig sich behaupten, während ihre, ja, ich sag mal, auf Härte oder auf mit Regeln erzogenen Babys das immer noch aufholen müssen, lange sich ungern von der Mama lösen, wenn sie sie dann mal haben, gerne am Rockzipfel hängen, viel leichter weinen. Und es ist paradox, aber sie bleiben dann ihren verwöhnten Artgenossen natürlich etwas zurück. Können sich nicht so entfalten wie ja, andere Kinder und lernen deswegen alles ein bisschen langsamer und haben es ein kleines bisschen schwerer im Leben. Natürlich ist jedes Kind anders und jedes Kind wird auf einem anderen Level abgeholt. Es heißt nicht, dass ein Baby, wenn es denn weint, automatisch ein Baby ist, das viel liegen gelassen wurde. Das meine ich nicht. Man holt sein Baby da ab, wo es mit welcher Grundausstattung es quasi auf die Welt kommt. Meine Kinder waren alle unterschiedlich. Mein zweites war ein Fast-Schrei-Baby. Ich weiß nicht, was bei der Geburt mit der kleinen Maus passiert ist oder durch welche Konstellation sie einfach auf die Welt kam, und sie war wirklich ein ganz, ganz emotional bedürftiges, oh, das klingt jetzt auch wieder so hart, aber ein Baby, das ganz viel geweint hat und mich ganz viel gebraucht hat. Und sie hat mich natürlich, wie auch alle anderen Kinder, 24/7 gehabt. Und ich konnte das alles aufarbeiten mit ihr, also abfedern, sodass sie ein paar Monate später dann auch ein ganz selbstbewusstes, starkes, ausgeglichenes und tiefenentspanntes Kleinkind war oder auch schon Baby war. Das hat sich früher aufgelöst natürlich. Und dann natürlich auch, das hat sich dann weitergezogen, auch bei allen Kindern, ein starkes Kind, ein selbstbewusstes Kind. Unsere Babys sind also, wenn sie genug verwöhnt wurden die ersten Monate, sind sie gnadenlose Forscher und Entdecker. Und was kann man da als Mutter oder als Eltern gut machen? Man kann sie machen lassen. Und diesen Punkt,
der darf nicht unterschätzt werden. Wie oft ist es so, dass ein Baby einfach, weil es sonst im Weg ist, in eine Wippe geschnallt wird? Wie oft ist es so, dass ein Baby Dinge erforschen und in den Mund nehmen möchte, aber nicht darf? Einfach, die Sachen sind vielleicht schmutzig, obwohl sie vielleicht gar nicht so schmutzig sind. Natürlich darf ein Baby nicht alles in den Mund nehmen, aber es gibt ja wirklich Babys, denen wird alles aus der Hand gerissen. Und das ist natürlich ein Stück weit fatal, denn ein Baby will ja nichts Böses, wenn es Sachen in den Mund nimmt, sondern ein Baby möchte die Welt entdecken und erforschen. Ein Baby, das auf dem Rücken liegt und diese Krabbel- und Kraulbewegung macht oder rumrobbt und will ebenfalls nichts Böses und gehört deswegen in eine Wippe, weil es da nicht stört, sondern es möchte krabbeln lernen. Ein Baby, das die Treppen auf und ab rennt, beziehungsweise es gerne machen möchte, das macht nämlich mein Kleiner jetzt immer, er geht die Treppe bis nach oben, der will mich nicht ärgern. Und es macht auch keinen Sinn, wenn ich dann sage Nein oder nochmal Nein oder noch 10-mal Nein. Übrigens, das verstehen Babys noch nicht. Also da kommt man dann wirklich in einen Punkt, wenn man gegen diesen Drang der Babys, die Welt zu entdecken, wenn man den verbal versucht zu unterbinden und an den Verstand des Babys appellieren möchte, indem man ihm schon Nein und Ja erklärt, wird man schnell an Grenzen stoßen, beziehungsweise man wird gezwungen sein, mit dem Nein immer lauter zu werden und immer drängender zu werden und dennoch eventuell vom Baby nicht verstanden werden. Denn ein Baby will, wie gesagt, nichts Böses, wenn es die Treppe auf und ab geht, sondern es will einfach nur das lernen, was es vorgelebt bekommt. Es hat das Ziel, ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden und dazu gehört Treppensteigen. Dazu gehört auch selbstständig Essen am Tisch. Ein Baby will nicht extra kleckern. Ein Baby will nicht nerven, wenn es nach dem Löffel grapscht, wenn die Mutter das Baby füttert. Nein, es möchte einfach nur es irgendwann selber können. Und da ist ganz oft ganz oft ist dafür kein Platz, dass ein kleines Kind oder altes Baby sich ausprobieren darf. Es ist oft kein Platz, dass ein Baby mithelfen darf. Ja? Welches Baby spielt gern mit Spielzeug? Ich kenne keins. Vielleicht mal ein Spielzeug für eine kurze Zeit. Aber was verliert nie den Reiz? Das sind die Kochtöpfe, die ich jeden Tag in der Hand habe. Das sind Gegenstände, die ich jeden Tag benutze, die verlieren keinen Reiz, weil da ist der Anreiz vom Baby da, das will ich auch können. Das Baby hat also diese Grundstimmung oder diese Grundgelehrigkeit, diese Wissbegierde, genau das zu können, was auch die Erwachsenen können. Das geht auch mit dem Anziehen weiter. Ja? Das geht mit dem Laufen weiter. Ein Baby, das Laufen gelernt hat, ist da so stolz drauf und möchte dann auch laufen. Wie ist es aber im Alltag ganz oft? Wie oft sieht man Vierjährige im Kinderwagen, die aber schon sicher seit 2 Jahren laufen können, die dann aber wieder entmündigt werden, ich nenne das jetzt wirklich so, ihre Fähigkeiten anzuwenden. Oder Kinder, die schon essen können, wie oft sehe ich Vierjährige, die nicht mit Messer und Gabel essen dürfen, die quasi entmündigt werden, ihre Motorik einzusetzen, zu probieren, zu üben, sondern die noch gefüttert werden. Gehen wir mit diesem Beispiel mit der Treppe weiter. Natürlich passt das nicht immer. Deswegen ist da eine Kindersicherung. Tut mir auch leid für meinen Kleinen. Aber ab und zu muss er dem nachgehen dürfen. Ich kann nicht den Anspruch haben, einen 6-Jährigen zu haben, der Treppen steigen kann, wenn ich es meinem Baby nie erlaube zu lernen. Und deswegen ab und zu Kindersicherung auf, und hinterm Baby hinterherlaufen und es einfach machen lassen. Es auffangen, wenn es fallen würde. Natürlich beim Füttern. Natürlich muss ich mein Baby, wenn wir unterwegs sind oder ich nicht möchte, dass es sich vollkleckert, dann auch füttern. Aber es hat auch die Möglichkeit, es selber zu lernen. Ab und zu muss es sich schmutzig machen dürfen und mit dem Löffel und wenn der Löffel dann ins Ohr wandert. Aber das muss er lernen. Wie sonst soll er denn später vernünftig essen können? Man kann nicht so machen, es einem Baby immer verbieten und dann plötzlich ist er 6 und soll alles können. So ist das nicht. Genauso ist es mit dem Laufen. Er läuft jetzt kleine Strecken, andere Strecken wird er getragen. Aber sobald er das richtig laufen kann und dann dauert es manchmal länger und auch manchmal passt es nicht, dann wird er getragen auf der Hüfte, obwohl er eigentlich lieber laufen wollen würde. Aber
ich kann bei allem, also bei meinen letzten drei Kindern, das waren ja alles Kinder, die getragen wurden, bis sie laufen konnten, die sind mit zwei lange, normale Strecken gelaufen. Strecken, die auch ein Erwachsener läuft. Das klingt jetzt vielleicht erstmal total komisch, weil wie gesagt, wir haben das Bild von Vierjährigen, die im Kinderwagen sitzen. Einfach, weil wir ihnen die Strecken nicht zutrauen. Und das ist genau der Punkt. Einem Neugeborenen trauen wir zu, alleine zu schlafen. Von dem erwarten wir, nur alle 4 Stunden Hunger zu haben. Aber ein Vierjähriger, der darf nicht alleine essen, der darf nicht alleine laufen. Und auf dem Spielplatz, wenn er spielen möchte, hat er immer im Ohr eine Mutter, die sagt, Vorsicht, Vorsicht, pass auf, tu dir nicht weh. Ja, es tut mir leid, mir kommen da eigentlich fast schon ein bisschen die Tränen, weil mir das wirklich leid tut für die kleinen Kinder. Gefordert zu werden in einem Alter, in dem man sie nicht fordern kann, weil der Verstand fehlt. Und sie zu entmündigen und zu ihnen ihre Fähigkeiten abzusprechen, die sie eigentlich schon haben. Ein sehr emotionales Thema für mich, weil ich es wirklich viel sehe. Und es wundert mich nicht, dass aus diesen Kindern, also Kindern, denen nichts zugetraut wird und Kindern, denen nichts erlaubt wird zu probieren, dann Kinder werden, die nichts mehr wollen. Und Kinder, die auch nichts können. Eigentlich dann genau solche Kinder, wie wir sie anfangs beschrieben haben, verwöhnte Kinder werden. Denn was ist ein verwöhntes Kind? Ein verwöhntes Kind ist ein Kind, das Sachen abgenommen bekommt, das es eigentlich schon kann. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt mit diesem Video und mit dem Video von letzter Woche das Thema verwöhnt einmal erklärt, einmal gründlich unter die Lupe genommen. Ich hoffe sehr, ich bin niemandem zu nahe getreten mit irgendeiner Aussage, denn wir leben ja heute in der Hier- und Jetzt-Zeit und vieles ist ja einfach nicht mehr so leicht mit dem eigenen Instinkt und mit dem Ursprünglichen zu vereinen. Es reicht manchmal wirklich nur, diesen im Hinterkopf haben, dass Babys einen nicht ärgern wollen mit dem, was sie fordern und dass Babys einen guten Grund haben für die Dinge, wie sie sie tun, dass das zu einem guten Ergebnis kommt, wenn man sie lässt, wenn man sie mutig und sich ausprobieren lässt, natürlich auf Gefahren achtet, ist ganz klar. Und vielleicht konnte ich ein bisschen erklären, dass dieser Weg ein wunderschöner Weg sein kann mit Babys und mit Kindern und dass das Leben dann auch wirklich leichter macht. Gerade, vielleicht nicht, wenn man unbedingt nur ein Kind hat, aber gerade, wenn man 4 Kinder hat oder mehrere Kinder hat, dass es dann wirklich angenehm ist, wenn man starke, selbstbewusste und soziale Kinder zu Hause hat. So, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich ganz doll über einen Daumen hoch. Ihr könnt in die Kommentare alles schreiben, was ihr schreiben wollt. Ihr könnt euch gegenseitig unterhalten. Ich freue mich über eure Meinungen, über eure, ja, Erfahrungen mit dem Thema. Und jetzt verabschiede ich mich von euch. Tschüss, ciao. Und nicht vergessen, du bist die beste Mama für dein Baby. Bist du.